Wir sind rot, weiß, Oberhausen, der ganz besondere Verein. Liebe RWO-Fans, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen aus dem schönsten Stadion der Welt, dem Stadion Niederrhein, zum Heimspiel gegen Liga-Neuling, den FC Wegberg Beek. Und ich bin natürlich nicht allein, bei mir mein charmanter Kollege Christian, ich grüße dich. Das hast du wieder herrlich gesagt, Max. Ich freue mich bei herrlichem Sonnenschein, dich zu sehen und natürlich heute ein tolles Spiel. Da bin ich sehr sicher, dass das heute so kommen wird. Hallo auch. Absolut. Gucken wir auf unseren Gegner, den FC Wegberg Beek. Na gut, das Liga-Neuling, man hat es immer schwer in dieser Liga. Der Unterschied zwischen Ober- und Regionalliga ist dann doch sehr groß. Das zeigt auch die Tabelle. Tabellenletzter, gerade mal ein Unentschieden haben sie erst geholt, also einen Punkt damit erst. Aber es ist für RWO ein Wiedertreffen, Christian. Genau, denn Patrick Nettekofen, jahrelang hier Torhüter bei RWO, steht im Kasten bei den Wegbergern. Und ich werde ihn gleich natürlich, wenn ich die Aufstellung des Gegners vorlese, natürlich auch gebührend empfangen. Was hat er sich verdient? Das Kleeblatt trägt er sicherlich noch im Herzen. Und ich freue mich, dass wir ihn heute mal wiedersehen. Absolut. Gucken wir auf die Aufstellung unseres Gegners. Da hat Andreas Zimmermann trotz der Niederlage in Wattenscheid eigentlich keinen großen Grund, was zu verändern. Aber einen Unterschied zur Aufstellung in Wattenscheid gibt es dann doch. Sinan Kurt steht für Alexander Scheelen heute in der Startelf. Ansonsten wieder mit Engelmann, Jansen und Steinmetz vorne die Dreierspitze. Ja, dann haben wir alles gesagt. So sieht's aus. Wir geben ab in die Zusammenfassung. Rot-Weiß Oberhausen gegen den FC Wegberg Beek. Die Zusammenfassung und die Interviews jetzt für euch. Thank you.
4:0 Heimsieg gegen den Liga-Neuling FC Wegberg Beek. Und bei mir zwei besondere Spieler an diesem Tag. Einmal Doppeltorschütze Patrick Bauder und Marcel Stenzel. Liga-Debüt für dich bei Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga. Warum fange ich auch mit dir an? Was ist für ein Gefühl für dich, heute im Klebedress endlich einzulaufen in diesem Stadion? Ja, ist natürlich überragend, mal endlich mal zu spielen. Wir haben die Woche super trainiert wieder. Ich freue mich für die Mannschaft, dass wir heute 3 Punkte geholt haben. Gerade nach dem Spiel letzte Woche war das wichtig auch für uns. Wir sind sofort wieder da. Ja, und so kann es weitergehen. Wie wart ihr eingestellt auf die Mannschaft? 1 Punkt bis jetzt in der Liga geholt. Allerdings auch zuletzt gegen Schalke nur, kann man sagen, 3:2 verloren. Ja, man hat natürlich an den Ergebnissen gesehen, dass die Mannschaft Wegberg Beek sich immer wieder gesteigert hat. Die haben, glaube ich, die letzten Wochen gar nicht so schlechte Ergebnisse erzielt. Ja, und das hat der Trainer uns auch klar gemacht, dass wir uns da nicht täuschen lassen, weil in der Liga gibt es halt keine schlechten Mannschaften. Ja, wir haben versucht, uns die Woche gut darauf einzustellen, sind vielleicht davon ausgegangen, dass sie defensiv spielen werden, haben versucht, Lösungen zu finden im Spiel, und das haben wir heute gut gemacht, viele Tore geschossen. Dass Wegberg Beek am Anfang natürlich sehr defensiv stehen wird, war dann auch zu erwarten für euch. Darum hat es auch bis zur, kann man sagen, 34 Minuten gedauert, bis Engelmann das 1:0 macht. Kann man sagen, dass da ab da an der Knoten geplatzt ist? Ja, natürlich. Mit dem ersten Tor ist der Knoten geplatzt. Aber wir haben auch davor schon gute Chancen herausgearbeitet, waren in ein paar Situationen ja nicht kaltschnäuzig genug, wollten querlegen, wo wir hätten schießen müssen und andersrum. Aber ja, wir hätten heute noch mehr Tore machen können, aber sind froh, dass wir 4:0 gewonnen haben. Und ja, jetzt müssen wir Mittwoch nachlegen gegen Remscheid. Du hast im Doppelschlag dafür gesorgt, dass wir heute 4:0 gewonnen haben, 66. und 67. Wie waren die Sekunden dazwischen vom 1:0 bis zum 2:0 für dich? Ja, nicht so lang. Ja, nee, hat mich gefreut, dass ich einen Doppelpack heute gemacht habe, auch gegen meinen Freund Patrick Nettekoven, den wir ja noch alle kennen. Und ja, hoffe, dass ich im nächsten Spiel auch weiterhin treffe, aber vor allem, dass wir als Mannschaft gut spielen und auch gewinnen. Bei dir ist noch was ganz zusätzlich Besonderes passiert. Du bist Papa geworden von einem kleinen Mädchen, glaube ich, das ist richtig. Was sind das für Gefühle bei dir? Kann man nicht beschreiben. Ne? Das ist, ja, wie gesagt, ich kann das wirklich nicht beschreiben. Wenn man die Kleine sieht, dann ja, ist eigentlich alles andere Nebensache. Das ist einfach wunderschön. Dann wünschen wir ihr natürlich ganz viel Gesundheit und euch beiden viel Glück in der nächsten Partie. Danke. Mal ein Stück zurückblicken. War nach dem verschenkten Sieg am vergangenen Wochenende gegen Wattenscheid war natürlich nicht ganz so einfach, die Woche anzugehen, beziehungsweise auch mit den Jungs gerade die zweite Halbzeit von Wattenscheid aufzuarbeiten. Und ich habe ihnen einfach gesagt, dass wir noch konsequenter, noch professioneller arbeiten müssen, auch versuchen müssen, mal nicht nur eine Halbzeit, nicht 60 Minuten, sondern versuchen wirklich 80, 85, vielleicht sogar 90 Minuten das Spiel zu beherrschen, die Gegner zu beherrschen, Fußball zu spielen. Und da muss ich sagen, 1:1 umgesetzt. 1:1 umgesetzt, ganz souveräner Sieg. Wir haben nicht einen Hauch einer Chance gelassen dem Gegner. Höchst professionell haben wir uns verhalten. Alle, die mit im Kader waren, ja, war sehr schön. Ich muss sagen, schöne Tore gesehen. Fußball gespielt, ich sag's schon. So kann es weitergehen, obwohl der ein oder andere, weiß ich, hatte bestimmt gehofft, dass wir heute vielleicht mal federn lassen. Ich kenne der gerade nach so einem Spiel, wie gesagt, wie gegen Wattenscheid. Aber ich muss sagen, unter meinen Händen hat die Mannschaft bis jetzt noch nicht zweimal miteinander verloren. Das soll auch so bleiben. Und wir sind bis jetzt immer wieder aufgestanden nach einer Niederlage. Und dann haben wir heute eindrucksvoll bewiesen. Es hat Spaß gemacht. Wir nehmen einige Szenen wieder mit in unser Buch, beziehungsweise unser Video in den Annalen, das ist schön, und ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Wir haben am Mittwoch auch wieder das nächste Pokalspiel, was nicht ganz so einfach wird, auswärts. Auch das müssen wir gewinnen. Wir gehen zurück in den Alltag und dann erwartet uns, oder fahren wir nach Velbert und die nächste Aufgabe in der Liga. Heimsieg, Rot-Weiß Oberhausen gewinnt gegen den FC Wegberg Beek mit 4:0. Das ist korrekt. Patrick Bauder, ein Doppeltorschütze. Ja. Steinmetz. Und? Engelmann. Das ist korrekt. Super Tor übrigens von Engelmann. Also ja. Das würde ich mir nochmal, also zurückspulen jetzt und nochmal angucken und wieder angucken. Und dann geht es jetzt weiter, Pokal, Mittwoch gegen Remscheid. Live natürlich auch bei RWO FM. Absolut. Ne? Also könnt ihr zuhören, falls ihr es nicht schafft, nach Remscheid zu kommen. Dann nach Velbert. Und dann
Derby. Dann das rot-weiße Derby gegen Rot-Weiß Essen. 15. November, Sonntag. Toten Sonntag. Ja. Live bei Sport 1. Live bei Sport 1 und bei uns dann natürlich wie immer in der Zusammenfassung. Aber wir denken natürlich von Spiel zu Spiel. Freuen uns jetzt erstmal auf Remscheid. Max, ich danke dir. Ebenso. Wünsche dir ein schönes Wochenende. Euch schöne Tage und dann bis spätestens aus Remscheid live bei RWO FM. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.